In Windeseile geilen Sound in den Corsa E in dem Fall mit dieser kleinen Hightech-Endstufe aus dem Hause Audiotech Fischer. Das Ding ist mega und wir betreiben mit sowas sogar noch zusätzlich diesen Subwoofer 25 cm im Reserverad versteckt und natürlich alle vier Lautsprecher von dem Fahrzeug über diese Endstufe und selbst die Installation der Endstufe ist wirklich kinderleicht bei dem Fahrzeug. Jetzt bleibt dran, wir zeigen euch alles, das komplette Paket, was es alles für Varianten gibt, die ihr machen könnt und natürlich wie man das Ganze einbaut. Viel Spaß dabei! Als erstes erkläre ich euch mal, was wir mit diesem Soundsystem grundsätzlich machen, weil wir haben dieses kleine zuckersüße Verstärkerchen. Der ist echt winzig, so groß wie eine Zigarettenschachtel, schlechter Vergleich, gell? Das ist auf jeden Fall deutlich gesünder, für die Ohren zumindest. Das ist ein prozessorgesteuerter Verstärker, das heißt, wir haben hier einen kleinen Computer drinne. Und mit diesem Computer kann ich per Laptop eine Soundversion aufspielen, die für unsere Konstellation mit Subwoofer, mit Lautsprecher und so weiter perfekt für das Fahrzeug, in unserem Fall Corsa E, eingestellt ist. Das heißt, so liefern wir euch das Ganze aus und ihr braucht da gar nichts mehr einstellen. Ihr braucht es bloß nur anstecken, weil das Setup habe ich bei der Auslieferung bereits für euch hier aufgespielt. Für den Corsa E. Und das Ganze ist immer im Plug-and-Play-Verfahren. Das heißt, ihr werdet keine Stecker wegnehmen müssen und abschneiden oder irgendwo Löcher bohren müssen. Wir, beziehungsweise ich, habe dieses Soundsystem so konfiguriert und stelle es euch so zum Kauf zur Verfügung, dass alles passt. Ihr werdet es ja gleich sehen, wenn wir das zusammen einbauen. Da werde ich euch noch einige Sachen dazu erzählen, was ihr machen müsst und wie das alles funktioniert. Und jetzt stelle ich euch erstmal vor, was es für verschiedene Varianten gibt, die ihr nutzen könnt, die ihr unterschiedlich auswählen könnt beim Kauf. Dann fangen wir mal an mit V1. Also Variante Nummer 1 wäre eigentlich nur den Verstärker im Fahrzeug integrieren mit dem beigelieferten Kabelkit und mit dem entsprechenden Anschlussadapter. Jetzt gibt es beim Opel Corsa E tatsächlich drei verschiedene Möglichkeiten, was euch erwartet, wenn ihr das Radio rausmacht, was es für Anschlüsse hinten dran hat, weil es gibt halt verschiedene Facelifts und auch verschiedene Autoradio-Ausstattungen, vom Navi bis zum normalen Radio runter und so weiter. Und damit ihr das immer einbauen könnt, damit ihr keine Überraschung habt, legen wir euch drei verschiedene Adapter in dieses V1-Set gleich mit rein, damit ihr den passenden wählen könnt, weil mehr wie die drei gibt es dann nicht. Und wir haben jetzt auch überlegt, wie machen wir es dann mit den anderen zwei, die ihr also quasi nicht braucht. Wenn ihr also checkt, okay, den brauche ich hier. Was machen wir mit dem Adapter und dem hier? Die schickt ihr an uns zurück und ihr kriegt einfach 50 Euro zurückvergütet. Aber ihr habt beim Einbau alles da, was ihr braucht und sagt, Mensch, jetzt habe ich den falschen Adapter oder ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Wir sind jetzt darauf vorbereitet. Beim V1 haben wir auch für den Corsa E einen speziellen Stromanschluss. Ihr werdet es gleich sehen beim Einbauen. So weit vorbereitet, dass ihr gar nicht viel machen müsst, um den Strom an die Endstufe zu bringen. Und das war's quasi für V1. Das ist also nur das Ergänzen der Endstufe. Und das hat zur Bedeutung, dass ihr das Original-Lautsprechersystem vorne und hinten mit meinem Setup, also mit dem Sound-Setup, schon mal viel besser eingestellt habt wie das Originale. Wir haben Laufzeitkorrektur, passende Frequenzübernahmen, Equalizing, alles ist für euch super gemacht. Und ihr könnt dann mit dem beiliegenden Anschlussadapter für einen Subwoofer, das sind also praktisch bloß hier Plus und Minus, könnt ihr quasi auch euren eigenen Subwoofer dran anschließen. Man muss jetzt sagen, dass die Endstufe, die M5 DSP aus dem Hause Audiotech Fischer, das ist eh Hightech vom Feinsten, die braucht, oder sagen wir mal so, die hat 4x60 Watt reine RMS-Leistung auf die originalen Lautsprecher drauf. Das heißt, wir haben jetzt auch viel mehr Kraft
auf den Lautsprechern und es wird dann schon mal viel besser klingen als mit dem Originalradio. Das bleibt ja eh drinne. Damit können wir nichts ändern, also bauen wir bloß einen Verstärker hinten dran, hier mit unserem neuen V1-Kit. Damit seid ihr schon mal gewappnet und könnt dann an dem Anschluss euren eigenen Woofer anschließen. Ihr solltet nur darauf achten, dass dieser Woofer auf jeden Fall 2 oder 4 Ohm Abschlussimpedanz hat. Das erzähle ich euch nachher nochmal beim Einbau so mit dabei. Aber das ist jetzt V1, also quasi nur Endstufe, das passende Kabelkit dazu und sonst eigentlich weiter nichts. Aber damit habt ihr den ersten Step schon mal gemacht. Jetzt gibt es V2. Wir liefern euch zu dem, was wir gerade eben besprochen gehabt haben, noch einen Reserveradwoofer mit dazu. Und zwar den Option mit 25 cm Durchmesser im Bassreflexgehäuse. Und das unten in der Reserveradmulde, also auch unsichtbar. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, das hier ist natürlich auch bock easy zu installieren, weil es extrem klein ist. Und das Ding verschwindet direkt hinterm Autoradio. Also ihr habt so wenig Aufwand, irgendwas zu verstauen und es wird danach komplett unsichtbar bleiben. Was haben wir dann jetzt nach V2? Zum V2 gehört natürlich auch das passende Subwoofer-Kabel mit dazu, um die Verbindung zwischen Subwoofer und Endstufe zu machen. Und wir haben auch hier eine Trunk-Kit-Tasche mit dabei. Das heißt, wir haben hier eine kleine Tasche mit im System mit dabei, weil euer Reserverad-Woofer jetzt ja alles, was in diesem Reserverad so drin ist, ob das Wagenheber, Kreuz, Schlüssel, keine Ahnung, was für ein Krimskrams, wo man jetzt im ersten Moment gar nicht weiß, wo tue ich das dann hin, wenn der da drin jetzt liegt. Da haben wir euch diese Tasche, könnt ihr das alles schön da reinpacken. Mit dem Gummiband könnt ihr das einmal richtig schön zuzurren und irgendwo hinbinden. Dann ist das alles cool verstaut. Und naja, Hauptsache es macht Spaß und es funktioniert. Und jetzt kommt V3. Wir haben ja schon ein Video gemacht über den Einbau von 9 Frontlautsprechern im Corsa E, die speziell darauf getrimmt sind, im Corsa E installiert zu werden. Das ist alles, was ihr hier unten seht. Das komplette Kit. Da ist Dämmung mit dabei, da ist das Werkzeug mit dabei und natürlich die Lautsprecher. Also alles in allem gibt das V3-Set natürlich am meisten Sinn, meine absolute Empfehlung, weil jetzt haben wir vorne neue Lautsprecher drin, mit einer ordentlichen Türdämmung. Wir befeuern jetzt die neuen Lautsprecher mit mehr Leistung und optimaler Abstimmung und haben noch einen Subwoofer im Kofferraum. Und das Einzige, was zum Schluss noch original ist, sind die hinteren Lautsprecher. Die lassen wir einfach drin, weil die machen dieses Kraut quasi nicht fett. Die spielen einfach mit, die spielen eigentlich auch ganz gut, wenn sie über das Setup erstmal richtig eingestellt sind. Und dann haben wir ein System der Meisterklasse, würde ich sagen. Also ich weiß schon, wie es in dem Fahrzeug drin klingt. Wir bauen es jetzt zusammen ein und machen auch zum Schluss den Soundcheck, damit ihr ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommt. Los geht's. Der Besitzer von diesem Auto, der hat gesagt, also da mag er eigentlich keinen Subwoofer im Kofferraum drin haben. Wenn dann unter dieser Platte, ja, dass er das nutzen kann. Okay, jetzt nehmen wir mal die Platte raus. Und jetzt hat er gesagt, also das können wir nutzen. So, nicht mal das wollen wir nutzen, sondern wir gehen jetzt hier drunter. Da ist eigentlich eine ganz große Reserveradwanne. Und hier ist genau schon mal das Zeug, wo ich gesagt habe, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Weil das ist ja alles, was in der Wanne drin liegt. Das nehmen wir halt jetzt raus und packen es in unsere coole Tasche rein. Dann ist das schon mal alles weg. So, was fangen wir damit an? Hier, Kompressor. So, und das war's. Und das Paket können wir dann, wenn unser neuer Woofer im Reserverad installiert ist, noch versuchen an der Seite unterzubringen. Da findet man schon ein Plätzchen. Aber so ist es doch wesentlich angenehmer, als lauter Einzelteile zu haben. Für die Installation machen wir mal das Bodenteil hier auch noch raus. Und das war ja nur so eine Schraube, die habe ich vorhin schon gelöst. Weg damit. Und den Rest lassen wir stehen, dass jetzt dann unser Woofer hier drin verschwindet. Aber jetzt fangen wir erstmal an, unser Autoradio rauszubauen, das Originale. Und ja, schaut mir einfach zu dabei. Im V3-Set ist ja auch so ein Entriegelungswerkzeug bereits mit dabei. Damit könnt ihr jetzt hier unten reinfahren und die Verkleidungsteile, die sind alle nur geklippt, Stück für Stück nach vorne arbeiten. Die ganze Einheit muss raus.
Hier langsam raushebeln, immer weiter. Jetzt können wir es ja auch schon so nehmen. Schaut mal, das war nur der Anfang, der Rest ist alles nur geklippt. Als nächstes können wir diese mittlere Lüftungseinheit rausmachen. Die ist ebenfalls nur geklippt. Und hier unten drin ist ein Stecker, den man hier von hier drin entriegeln muss. Also das ist eigentlich ganz easy, aber von hinten einfach reinlangen und entriegeln. So, das ist dieser Clip hier. Jetzt haben wir zwei Schrauben hier vorne dran, die müssen wir lösen. Das ist jetzt mit unseren Torx-Schraubenzieher, die ja auch im V3-Set mit dabei liegen. So, die Schrauben tun wir auf die Seite. Und jetzt können wir wieder mit dem Entriegelungswerkzeug an der Seite hier weiterfahren. Jetzt habe ich fast was vergessen. Die müssen rausgemacht werden. Da könnt ihr jetzt mit dem Entclip-Werkzeug genauso reinfahren und die Teile hier rausmachen. Und die sind nur gesteckt, hier mit diesem Teil hier zu entriegeln. So. Und hier machen wir es genauso. Ende. Das ist eigentlich ganz einfach. Mit dem Werkzeug passiert halt auch selbst auf dem Material nichts. Also ich meine, ihr braucht ja nicht gerade so drauf gehen. Aber ein bisschen Vorsicht und alles ist cool. Stecker weg und fertig. So, dann haben wir jetzt mal das soweit vorbereitet. Und jetzt können wir mit unserem Entriegler-Werkzeug hier an der Seite runterfahren und die ganze Blende vorne rum lösen. So. Und da hakt jetzt noch ein wenig. So, weg. Das war's. Es sind also drei Verkleidungsteile, die jetzt weg sind. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben zu lösen. Und in unserem V3-Kit ist auch ein bisschen Bitumenband mit dabei. Das nehme ich super gern, um auf die Spitze von meinem Torx drauf zu machen und die Schraube hier jetzt zu nehmen. Und jetzt kann mir die nicht mehr da reinfallen, sondern die klebt jetzt an meinem Torx Bitumen-Kit. Und genau das ist da unten drin. Da kommt man manchmal schlecht hin zum Heben von der Schraube und dann wird die da unten reinplumpsen und es gibt echt nichts Blöderes, als die ganze Mittelkonsole auseinanderzubauen. So, Schraube Nummer 5 draußen und jetzt können wir auch die ganze Einheit hier rausnehmen und auf die Seite packen. Hier oben klemmt noch das Kabel, das kann man wegmachen und hier an der Seite aushängen. Das hängt man zum Schluss ganz genau so wieder ein. So, da ist es und jetzt können wir das auf die Seite lupfen. Und schaut mal, das sind jetzt die Stecker, die dieses Navi drin hat. Die müssen wir jetzt entriegeln, beziehungsweise eigentlich in dem Fall nur den. Und jetzt zeige ich euch noch zu den Adapter, die dabei liegen, was wir da für Varianten haben. Jetzt machen wir hier den Stecker mal raus. Hier diese roten Laschen, die müssen wir ein bisschen rausziehen und dann können wir den ganz easy entriegeln hier. Und dazu haben wir jetzt diesen Adapter mit dabei. Das ist jetzt einer von den dreien und der passt jetzt hier rein und passt wieder in mein Autoradio rein. Was wir jetzt hiermit machen, ist im Prinzip die Lautsprecherleitung auftrennen, ohne dass wir das originale Kabel beschädigen. Und wir brauchen jetzt nur noch den Stecker wieder zusammenstecken. Das ist die Stromversorgung, die hier auf den zwei Kabeln noch läuft. Und jetzt haben wir einmal eine Buchse, wo die Lautsprecherausgänge vom Autoradio kommen, also unser Soundsignal, das brauchen wir ja jetzt. Und damit fahren wir mit einem weiteren Kabelstück, das hole ich jetzt nochmal schnell. Hier ist jetzt also unser beiliegendes Stromanschlusskabel und Soundkabel für die Endstufe, die hier angesteckt wird. Soweit brauchen wir jetzt noch gar nicht. Wir machen jetzt mal die Seite, die wir jetzt andocken auf diese Kabelkits. Und da haben wir jetzt, hier kommen die Kabel raus, die quasi lautsprechertechnisch vom Autoradio kommen, also unser Sound, den wir zu der Endstufe haben wollen, weil wir wollen ja den Sound des Autoradios in die Endstufe schicken und mit viel Dampf wieder zurück und mit einem bearbeiteten Signal wieder zu den Lautsprechern schicken. So, und der geht nämlich jetzt wieder zurück und jetzt haben wir hier noch ein Stromkabel. Wir brauchen eigentlich bei diesen Adaptern nur mal darauf achten, dass die Reihenfolge so eingehalten, eigentlich passt ja eh bloß alles so zusammen, wie es steckbar ist. So, das war's. Hier braucht man eigentlich gar nichts denken. Und jetzt haben wir unseren kompletten Anschlusskit für die Endstufe, den wir aber an der Stelle auftrennen. Hier sind extra in dem Anschluss sind ein
gelbes und ein schwarzes Kabel. Das ist Plus und das ist Minus von der Endstufe. Da brauchen wir jetzt ein weiteres Kabel, das ich euch ja auch schon beigelegt habe. Also bis hierher, glaube ich, soweit alles recht easy, Plug and Play. Wenn ihr also jetzt ein anderes Autoradio drin habt mit anderen Anschlüssen, dann kann es nur noch einer von den anderen beiden hier sein. Gleiche Anwendung, abstecken und wieder anstecken. Ihr seht ja hier immer, es gibt einen Eingang und einen Ausgang, die passen immer zusammen. Also kann man immer das Ganze verlängern, das Lautsprecherkabel auftrennen und mit den entsprechenden ISO-Steckern wieder zusammenstecken. Also es funktioniert genauso wie mit diesem Stecker gerade eben, nur mit einer anderen Art von Steckern. Und da gibt es jetzt noch einen, das ist ein einziger Stecker. Was anderes hat das Autoradio nicht, dann wo diesen Stecker hat. Abziehen, da ist so ein Entriegler drin, den man halt dann aufmachen muss. Dann kann man den Stecker abziehen, genauso funktioniert der Originale und man kann den wieder zusammen machen. Und hier sind immer alle Kabel durchgeschleift, ob die jetzt genutzt werden oder nicht, ist in dem Fall egal. Egal was das Fahrzeug für eine Ausstattung hat, es werden alle einzelnen Adern, die es überhaupt gibt in dem Stecker, einmal komplett 1:1 durchgeschleift. Also man braucht nie Angst haben, oh, danach geht mein Bordcomputer nicht oder was weiß ich was. Es funktioniert alles genauso wie vorher. Also A, B oder C ist hier die Frage. Sucht es euch aus, ihr seht es ja dann, was passt. Und das, was nicht passt, das schickt ihr uns zurück und ihr kriegt die 50 Euro zurück. Wenn ihr also soweit angelangt seid, den Kabelkit bereits fertig angeschlossen habt hier am Autoradio, dann findet ihr vielleicht an dem einen oder anderen Stecker noch so ein Kabel rumhängen. Ihr braucht das nicht, weil die Anwendung, die machen wir jetzt gleich anders. Ihr könnt es einfach abschneiden und das Ende isolieren, falls was auch immer dafür ein Signal drauf ist, dass das, wenn das da hinten drin ist, nirgendwo auf Metall kommt. Einfach wegbinden, mehr ist es nicht. Ich habe euch ja gezeigt, wo wir die Kabel hier schon aufgetrennt haben für Strom, für Plus und Minus. Minus ist schwarz, Plus ist gelb in dem Fall. Und das ist auf der Seite, wo die Endstufe jetzt dann gleich angesteckt wird mit dem mehrpoligen Molex-Stecker. Und dazu habe ich euch jetzt einen Kabelkit bereits vorgefertigt. Den braucht ihr jetzt nur noch nehmen und schwarz auf schwarz drauf machen. Und rot ist bei uns in dem Fall Plus. Und hier das Plus nehmen von dem Gelben. Das kann man also nicht verwechseln. Schwarz auf schwarz, rot auf gelb. So, Ende. Jetzt haben wir dieses Kabel. Das müssen wir jetzt noch verlegen. Von hier weg, hinter oder unter der Verkleidung bis zu diesem kleinen Sicherungskasten, zeige ich euch jetzt gleich an der Seite. Das ziehen wir durch und dann haben wir schon die Stromversorgung von der Endstufe. Hier drüben ist die Öffnung relativ groß. Das heißt, ihr könnt hier unten tatsächlich, hey, da ist mein Kopf auf der Hupe. Hier kann ich das Kabel durchziehen. Seht ihr das, wie einfach das gerade ging? Ich bin schon hier unten drin. Und jetzt kommt mal hier rüber, da zeige ich euch, wie es hier weitergeht. Auf der Seite hier finden wir diese kleine Vorrichtung und da kann man das dran ziehen. Das ist zum Entriegeln und man kann das Ganze wegnehmen. Man kann das auch noch abstecken, dann ist es ganz weg. Und hier drunter ist unser Sicherungskasten. Was jetzt hier noch für weiße Box ist, das gehört zu dem Fahrzeug eigentlich gar nicht dazu. Der Kunde hier hat eine Innenraumbeleuchtung noch mit, eine Ambiente-Beleuchtung. Das findet ihr bei euch eigentlich gar nicht vor, diese Kabel hier. Aber alles andere schaut ganz genauso aus. Und wir legen jetzt das Kabel von hier unten, oberhalb von den Kabeln, damit es nicht runterfällt in den Fußraum. Ist also problemlos hier. Das ist, also man kommt super gut dran und wir legen das Kabel bis hierher und das war's bis hier rüber. Ihr seht schon, hier haben wir diese Verbindung, die können wir erstmal so lassen. Und jetzt können wir unser Plus, das Rote mit der Sicherung, hier ist bereits eine 20 Ampere Sicherung drin. Wir können das hier anschließen, auf den Pin drauf gehen und haben jetzt unseren Stromanschluss. Die in unserem Set verwendete M5 DSP aus dem Hause Audiotech Fischer ist so High Performance, Leute, ich sag's euch. Das Ding braucht so wenig Strom, dass wir nicht zwangsläufig auf die Autobatterie direkt draufhüpfen müssen, sondern die kommt mit so wenig Strom aus und hat so eine hohe Effizienz, die wird auch kaum warm, also die arbeitet in einem extrem hohen Wirkungsgrad. Und das ist ja das Geile, was ich persönlich auch so geil finde, dass man eben mit wenig Strom, mit solchen Mitteln hier so eine Endstufe schon optimal betreiben kann und die so klein ist, dass wir sie nachher jetzt gleich im Radioschacht verstecken. Aber wir machen jetzt hier unten weiter mit unserem Stromkabel, weil wir haben hier auch noch ein Massekabel, das wir jetzt auch noch da unten anschließen müssen. Kommt mal nochmal rüber. Hier unten drunter verbirgt sich der zentrale Massepunkt
für den Bereich hier. Das heißt, wir können das hier wegklippen. Ihr seht, wie einfach das geht. Und könnt das hier unten rausziehen. Das ist ja schon fast lächerlich einfach. Da gibt es Autos, da ist es viel komplizierter. Und hier unten drinne, diese Mutter, das ist der Anschluss, wo wir jetzt drauf müssen. Das ist der zentrale Massepunkt. Der geht direkt auf die Karosserie, optimal für uns, um unser Stromkabel Masse hier anzubringen. So, das können wir hier runterziehen. Seht ihr das? Jetzt legen wir unsere Ringöse hier drüber und machen das schon wieder zu. Und da ist die ganze Stromversorgung schon dran. Das ist übrigens ein 10er Schlüssel. Den hat hoffentlich jeder daheim. Und weil es gar so leicht war, das Kabel vom Radioschacht bis hier rüber zu legen, machen wir das gleiche mit dem Wooferkabel. Und zwar dieses Stück hier mit dem Hakennase da vorne dran, das muss nach hinten gehen. Das heißt, das geht voran nach hinten. Nicht, dass ihr es falsch rum reinlegt und euch danach ärgert und sagt, jetzt muss ich es nochmal reinlegen. Also gleich darauf achten. Wir ziehen jetzt das Kabel auch nochmal da durch. So, einmal. Das eine Ende lassen wir hier mit genügend Luft mit drin liegen und den Rest ziehen wir jetzt auch noch da unten durch und legen das hier sauber unter den Teppich. Also das verschwindet völlig und können wir weiter hinterlegen bis hierher. Den Rest machen wir jetzt gleich nochmal auf, um das Kabel hier drüber zu legen, um unter dem Sitz bis in den Kofferraum zu kommen. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Teil hier weglupfen. Nehmt mal den Gummi hier weg und seht ihr, der kann sich jetzt so lösen, dass wir das Kabel bereits da unten durchlegen können. Also ich mache es euch jetzt wirklich einfach, um so ein Kabel zum Verlegen. Ihr wollt das ja auch mal in Schnelle machen und das tut überhaupt nicht weh, das Kabel hier unter die Verkleidungsteile zu machen. Unterm Sitz schon fast, ja? Also jetzt sind wir unterm Sitz. So, Ende. Das können wir schon wieder zusammenbauen. Gummi hier reinstecken, über die Laschen hier drüber. So, das war's. Gummi passt wieder. Und den Deckel vorne drauf machen. Und jetzt können wir das Kabel weiter hier hinten rumlegen. Und wir sind jetzt schon da, wo wir hinwollen, im Kofferraum. Und da ist es. Den Seitenschweller können wir jetzt wieder so reinlegen. Ihr müsst nur darauf achten, dass der Hebel hier für die Motorhaube da unten drunter verschwindet und dass unsere Clips auf der Höhe sind, wo sie hingehören. Das sind nur zwei Stück hier. Und die hauen wir hier rein und machen den Gummi hier wieder drüber. Nochmal drauf und fertig. Das war's. Mehr ist es beim Opel nicht. Die zwei Kabel, die in diesem Kabelstrang noch drin sind, die haben wir ja praktisch erledigt. Die haben wir gar nicht benutzt, deswegen haben wir hier die zwei Kabel ja gerade neu reingelegt. Die braucht ihr in dem Fall jetzt gar nicht mehr beachten. Die hängen da in dem Kabel mit drinne, aber die brauchen wir nicht. Und jetzt seht ihr schon, hier drinne, da ist Platz ohne Ende. Also ihr könnt das Kabel hier drinne verstauen, wie ihr gerade wollt. Unser Subwooferkabel, das stecken wir jetzt auch gleich mit an, indem wir hier den Adapter noch mit aufstecken. Hier so rum. Und jetzt haben wir einmal an der Endstufe den Anschluss. Und wenn ihr sagt, naja, ich habe aber einen anderen Woofer oder irgendwie sowas und habt das ganze Kabel nicht, dann liegt auch im Set dieses Kabel mit dabei, das ebenfalls hier reinpasst und mit Plus und Minus an den Subwoofer eurer Wahl gehen könnte. Wie gesagt, ihr müsst nur darauf achten, dass er maximal 2 oder 4 Ohm hat. Bitte auf keinen Fall 1 Ohm. Also, Woofer dran und wo ist ein Stecker für die Endstufe? Den haben wir hier. Und das war's. Jetzt haben wir alles angeschlossen. Jetzt seht ihr schon, da hinten ist auch richtig viel Platz. Da unten drin ist viel Platz. An der Seite ist Platz. Überall könnt ihr Kabel hinmachen. Und das müssen wir jetzt auch in dem Fall, weil alle überschüssigen Kabel müssen wir jetzt erstmal hier unterbringen. Und jetzt kommt's. Ihr könnt die Endstufe. Na. So. Machen wir die mal ein bisschen frei hier. Hier hinten reinmachen. Leute, das ist mal ein geiles Ding. So, hier reinlegen. Komplett verstaut. Und wir schauen jetzt beim Reinschieben vom Originalradio nur, dass die Kabel, die jetzt da mehr drin sind wie vorher, einfach schön verstaut sind da hinten drin
und nicht irgendwo noch im Weg umgehen. Das war's. Im Lieferumfang von der Endstufe liegt ja bereits auch ein USB-Verbindungskabel mit dabei, wo ihr die Endstufe mit dem Laptop und passender Software verbinden könnt und tatsächlich auch euer eigenes Setup machen könnt. Wir haben das Setup bereits für euch auf die Endstufe aufgespielt, wo ich der Meinung bin, die ist wirklich richtig gut. Also hier ist alles eingemessen worden, die einzelnen Lautsprecher, Entfernungen, das Equalizing, wir haben hier die passenden Frequenzweichen mit dazu. Wer das will, kann auf die Endstufe zugreifen mit der passenden Software. Aber ich würde in dem Fall auch sagen, wir können ja auch gleich ein USB-Kabel hier mit verlegen, damit man, wenn man das mal machen möchte, das Kabel vielleicht gleich zur Verfügung hat. Und das können wir ja irgendwo hier im Beifahrerfußraum mit unterbringen, damit man im Notfall drankommt. Ja, legen wir das doch gleich mit rein. Und jetzt machen wir die Endstufe endgültig hier an die Position und verstauen das gute Stück. Beim Reinschieben vom Autoradio müssen wir noch darauf achten, dass die Kabel nachher für die Schalter rechts und links an der richtigen Position sind. Da kommen zwei Stück rechts und eins links vom Radio raus. Nicht, dass das jetzt irgendwo unten drin ist. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass die Kabel oben nicht störend im Weg liegen. Und da ist eigentlich wirklich genügend Platz. Und dann können wir das Radio reinschieben. So, Kabel weg. Schaut mal, das war's. Festschrauben, fertig. Damit wir uns jetzt in dem Video ein bisschen Zeit sparen können, baut ihr das wieder genauso zusammen, wie wir es auseinanderbaut haben. Das Video einfach rückwärts anschauen, wer es nun mal weiß. Und wer sich gerade die Frage stellt, wie lang braucht denn der ganze Spaß? Naja, es wird halt so sein, wie immer, ein Profi macht es natürlich schneller und jemand, der das allererste Mal sowas auseinanderbaut, der nimmt sich halt mal so einen Samstag Zeit, nimmt einen Kumpel und sagt, komm, wir bauen das jetzt ein. Also das ist wirklich problemlos zu machen. Ich würde jetzt sagen, so reine Einbauzeit vom V3, also mit Lautsprecher und mit allem drum und dran, irgendwo zwischen 3 und 6 Stunden maximal. Aber nehmt euch halt einfach ein bisschen Zeit, das geht schon. Unser USB-Kabel, das können wir natürlich hier ein bisschen zusammennehmen und da oben hinter die Verkleidung stecken und gegebenenfalls, wenn wir das mal brauchen, hinten reinlangen und rausholen. Ist ja kein Act, oder? So, weg ist es. Manchmal brauchen Dinge Zeit, sich zu entwickeln. Und unser Video, was wir hier zeigen mit dem Corsa E, ist tatsächlich schon fast ein Jahr alt. Und damals hatten wir einen Prototyp von unserem Drive 10 Bra. Und der hat noch ein ganz klein wenig ein bisschen anders ausgeschaut, wie jetzt unser Live-Stück. Und damit wir euch nicht verwirren, haben wir dieses Gitter mit einem Weichzeichner überdeckt. Aber das ist jetzt das richtige Gitter. Und jetzt trotzdem viel Spaß mit dem Corsa E, auch wenn es schon eine Weile her ist, weil wir sind mittlerweile sogar schon in einem neuen Gebäude. Aber so ist es halt mal in der Entwicklung. Bei unserem Reserveradwoofer von Option mit dem 25 cm Bass liegen solche Pads dabei, damit man das Vibrationsarm in die Reserveradmulde legen kann. Da machen wir einfach mal 5 so Pads mit dran, ringsrum ein bisschen verteilt und dann können wir den Woofer reinlegen. Und jetzt können wir den Woofer reinlegen und zwar, dass die Gewindestange zwischen dem Woofer zum Vorschein kommt. So, wo haben wir sie denn? So, können wir den hier reinmachen. Und jetzt können wir natürlich auch den Woofer hier anstecken. Leute, nicht nur das Abdeckgitter von unserem Subwoofer hat sich ein bisschen verändert, sondern auch das Anschlussterminal. Wir haben jetzt hier einen Schraubanschluss mit dran, für das wir euch jetzt in dem Set, wenn wir es ausliefern, das 5 Meter blaue Subwooferkabel mit dazulegen. Und das könnt ihr hier hinten mit drauf machen und anschrauben mit Ader-Endhülsen bereits im Lieferumfang mit dabei. Und ihr müsst jetzt darauf achten, dass das markierte Kabel mit dem schwarzen Streifen auf Minus geht, auf die schwarze Klemme von unserem Terminal. Und jetzt haben wir 5 Meter Lautsprecherkabel mit dabei, um das Kabel bis zum Autoradio zu ziehen, bis zu unserer Endstufe. Und im Lieferumfang unserer Endstufe ist auch dieses Anschlusskabel bereits dabei, wo wir das weiß markierte Kabel auf das markierte Kabel von unserem blauen mit drauf machen. Nur, dass hier der weiße Streifen ist und hier der schwarze. Und jetzt habt ihr auch den Subwoofer so verbunden. So rum. Und das war's. Und jetzt habe ich
das Originalteil, wo wir hier drauf gemacht haben, vom Original weg, einfach abgeschliffen, damit wir das Originalteil wieder nehmen können. Und mit dem können wir jetzt den Woofer tatsächlich festschrauben. Mit unserem Bitumenband können wir natürlich auch das Kabel entsprechend gut fixieren. So, einfach festdrücken. Gut. Und den passenden Platz für unser Material in unserer Option-Tasche haben wir eigentlich auch schon gefunden. Passt ja hier optimal rein und klappert nicht. Hier können wir auch schön wieder alles runterlegen. So. Das können wir auch wieder reinlegen. Fertig. Soundcheck, die zweite. Wer den ersten Soundcheck mal sich noch mal vornehmen möchte, das ist ja im ersten Video, wo wir die Lautsprecher alleine austauscht haben. Und da hört er, wie das Auto mal ursprünglich geklungen hat, also so mit seiner Originalanlage. Und das war wirklich Hanebüchen. Also jeder, der so ein Auto fährt und die Anlage hört, der sagt wahrscheinlich, ja, du hast irgendwie recht, es ist krass. Es klingt eigentlich überhaupt nicht. Und allein das Austauschen der vorderen Lautsprecher hat ja schon richtig was gebracht. Und ich möchte euch jetzt zeigen, was hier passiert, wenn man mal das Ganze auf ein neues Niveau bringt, mit Leistung und mit einem Subwoofer mit dabei. Das heißt, du kannst jetzt laut machen, also es ist jetzt schon wirklich laut, aber es klingt harmonisch. Schön. Und Bass haben wir wahrscheinlich auch. Leute, so macht Musik hören Spaß. Ob das Hochtöne sind, die nicht mehr nervig klingen, sondern einfach auch bei hohen Lautstärken angenehm und seidig sind und Mitten und Stimmen einfach schön in der Mitte vom Armaturenbrett spielen oder der Bass halt einen richtigen Punch hat. So macht Musik hören Spaß und da habt ihr auch schön viel Energie beim Reisen, weil da tun euch die Ohren nicht mehr weh. Wenn ihr jetzt kein weiteres Video von uns verpassen wollt, weil es könnte auch mal euer Auto dabei sein, kein Corsa E, vielleicht ist ein anderes Modell, wo mir genau das gleiche macht, dann abonniert uns doch und klickt die Glocke, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Wir sind auch auf Instagram unterwegs und auf Facebook, haben da ein bisschen andere Inhalte, stellen euch unsere Firma vor. Also wäre es toll, wenn ihr uns da auch folgt. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olli.